Jo, wahrscheinlich haben die nicht richtig hingeguckt, was das sein sollte. Okay. Oh, bin so gut. So gut. Kriegt man einfach mal eben einen riesen Truthahn in die Fresse. Sie wollten es wahrscheinlich einfach nur funny neu interpretieren. Jetzt, wo ich das hier spiele, habe ich überhaupt keinen Bock auf Crash 4. Ich habe da irgendwann, ich glaube, ich war bei Dingo Dial irgendwo in der Ecke. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Ein, zwei Level nach Dingo Dial. Irgendwo da war das, wo ich aufgehört habe. Dingo Deal. Ja, tut mir leid. Ah, hier ist das mit der Kiste, ne? Kann das sein? Dingo Deal klingt nach Sumpfwelt. Das ist auch tatsächlich eine Sumpfwelt in Crash 4. Ich hoffe mal, dass ich da noch rankomme. Doch. Nee, doch nicht. Okay. Wenn ich mir den Dialog im Studio vorstelle, finde ich es ziemlich lustig. Crash 4 habe ich dieses Jahr einfach überhaupt nicht angerührt. Ich weiß ja, was alles in Crash 4 vorkommt. Habe ich schließlich schon zweimal komplett beendet. Ja, schön für dich. Und das Schlimme ist, ich habe nicht mal so richtig Lust auf Oddworld. Und das ist so traurig. Ich habe mich so auf das Spiel gefreut, ne? Mach du mal, Tobi. Mach du mal. Dich hält niemand davon ab. Ach, scheiße. Ich hab R1 in der Luft gedrückt. Ja, die Story finde ich auch. Also das, was ich bisher davon gesehen habe. Nice, aber halt. Das Spiel. Nee. Also finde ich jedenfalls. Also ich finde es nicht so gut wie erwartet. Was mich am meisten abfuckt, diese
Ich nenne sie mal, wie heißt das denn? Tower Defense Passagen. Ich hasse sowieso, also nicht hassen, ich mag dieses Spielprinzip überhaupt nicht von Tower Defense. Und das in Oddworld drin, das ist so abartig nervig, ne? Und da habe ich schon gesagt, also mir wurde das dann zu dumm mit der Zeit. Und dann habe ich mir jetzt schon gedacht, ey komm, wenn dir irgendein Mudaken auf den Sack geht, weil du den nicht gerettet kriegst, komm, scheiß drauf. Weil bei diesen Massenrettungen, also diese Tower Defense, da war immer das, mit irgendjemand weggestorben ist, weil die Mudaken zu dumm waren. Ja, und seitdem, also ich weiß, dass mir Mudaken fehlen. Ich hole einige, also ich hole so viele wie möglich, aber wenn mir da irgendjemand auf den Sack geht, dann denke ich, okay, fuck you, echt. Also war da, wo damals der Trailer kam, dachte ich mir so, das sieht so zu actiongeladen aus, wie irgendwie sehr befremdlich wirkt, weil Oddworld ja nie drauf ausgelegt war, actionreich zu sein. Also so die ruhigen Passagen, die finde ich voll nice in dem Spiel. Aber dann halt wieder, wo es so actionmäßig ist und vor allem auch teilweise, das können sie auf jeden Fall noch beheben, weil teilweise werde ich, es gibt so Scharfschützen-Slicks und diese Scharfschützen-Slicks schießen mich teilweise durch Wände tot. Und das ist dann nervig. Also es ist halt ein Bug, aber ja. So, können wir uns jetzt nochmal diesen wunderschön eleganten Kristall ansehen. Wie wundervoll toll er aussieht und vor sich hin funkelt. Auf jeden Fall schön, dass sie das System von guten Bad Ending beibehalten haben. Ja, das stimmt. Ich bin zwar noch nicht so weit zu wissen, dass es sowas gibt, aber ich habe es schon auf Twitter gelesen. So, dann sind wir jetzt bei Mr. Entropy. Zur Boss. Kleinen Ungeziefer-Gehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. Verschwende nicht meine Zeit, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Gib mir die Kristalle. Oh. Ja, das stimmt, dass man da auch dran vorbeilaufen kann. Oh, schon wieder. Ich weiß nicht mehr, wo das war, wo mir das passiert ist. So, jetzt haben wir es aber. Die Musik im Original ist so geil, ne? Knödelstimme. Okay, blau ist oben, alles klar. Der klingt mir hier zu seriös. Sogar anders.
Der blaue klingt anders als der rote. Wahnsinn. Meine Zeit ist um. Deine wird es auch bald sein. Yay! Todestornado-Wirbel! Huhu! Achso. Ich muss da rein. Ich dachte, wir werden da von selbst reingezogen. So, ich könnte mir jetzt eigentlich mal so ein Stückchen von meinem Eiweißriegel reinpfeifen hier. Ihr unverschämten, unbedeutenden Narren! Indem ihr Entropy besiegt habt, habt ihr uns alle in große Gefahr gebracht! Crash! Koko, euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropy sie nicht ständig überwacht. Okay. Wir haben alles. Es braucht so lange, um sich aufzubauen, ne? Wir haben ja alles. So. Wasserlevel wird es hier wahrscheinlich nicht mehr geben, ne? Entropy. Oh nö, Fluglevel. Ja, ne? Warum ist jetzt Crash da reingegangen? Ist das nicht ein Koko? Ne, Koko ist danach, ne? Ach, wir müssen ja Kisten sammeln. Boah, Gott, was ist das für Steuerung, Alter. Moment, kann man die umkehren, bitte? Danke. Wenn ihr mich nicht seht, oder wenn ich euch nicht sehe, könnt ihr mich nicht abschießen. Ich muss aufpassen, dass ich die letzten Dings nicht zu früh abschieße, ne? Ey! Hund. Eine Kiste. Wow, ja. Alle? Oh, das ging doch mal. Uka klingt halt einfach nur alt. Genau, und ich finde, das passt nicht zu dem, was Uka Uka sein sollte. Es wurde gepatcht, dass man auch dieses Level mit Crash spielen kann. Ah! Das ist eigentlich mit Koko, aber das haben die mittlerweile, glaube ich, geändert, dass man beide jeweils mit anderen Level auch spielen kann. Ah. Hm. Ja, machen wir direkt Zeit, ne? Siehst mal, wie lange ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe. Okay.
Das war der ganz am Anfang rechts, ne? Kann das sein? Was habe ich denn gekriegt? Saphir. Das finde ich nicht.